Das Seminar gibt es in der Urfassung als eigene Hochschulveranstaltung von uns bereits seit den 1950er Jahren. Da fuhren schon Studierende unserer Hochschule, aber nur unserer Hochschule, auf eine solche Studienreise nach Griechenland. In der heutigen Form, dass ca. 10 Universitäten aus Deutschland Studierende entsenden, gibt es das seit Ende der 1990er Jahre. Wir waren mit 10 Studierenden von der SPO dabei und es waren insgesamt 80 Sportstudierende aus ganz Deutschland da. In der modernen Fassung, wie es heute läuft, dass ca. 10 Universitäten teilnehmen, ist die Intention, sich intensiv über die olympische Bewegung, über die Geschichte, über den derzeitigen Stand und über Zukunftsperspektiven der olympischen Bewegung auszutauschen und mit und durchaus auch gegeneinander einmal in den Diskurs zu treten. Also ich finde auch einfach die olympische Bewegung extrem interessant, die ganzen Facetten, um da einfach dann in Austausch mit anderen Studenten aus ganz Deutschland zu kommen, das war einfach, ja, es hat mich einfach gereizt, dort dann dabei zu sein. Ja, ich würde sagen, es war so die Mischung aus dem Austausch mit den anderen Studierenden, aber auch die sehr interessanten Einblicke in die Geschichte der Olympischen Spiele, aber auch den aktuellen Stand der Olympischen Spiele durch ganz viele interessante Fachvorträge und kontroverse Diskussionen. Genau, weil unser Hauptthema war eigentlich auch die mögliche Olympiabewerbung von Deutschland. Und da haben wir uns einfach auch damit auseinandergesetzt und das fand ich besonders spannend. Es sind schon nochmal ganz andere Perspektiven, finde ich zumindest, die man draufgeworfen hat. Gerade im Hinblick auf, muss Olympia immer an einem Ort sein oder kann es auch an mehreren Orten sein, in Richtung Nachhaltigkeit. Es sind schon einfach ganz andere Blickwinkel, auch durchaus kontroverse Themen oder Standpunkte, die wir dort besprochen haben. Also da nimmt man schon auch einiges mit. Genau, man hat halt vor allem auch einen kritischen Diskurs, was ich halt gut fand. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass sich der Blickwinkel darauf verändert hat, aber man hat halt noch mal viel mehr Hintergrundinformationen einfach bekommen. Also es gab tagsüber immer verschiedene Fachvorträge und Diskussionen. Und dann hatte man aber nachmittags und abends auch noch viel Zeit für Freizeit. Also wir konnten auch ganz, ganz viele Sportarten ausprobieren. Es gab einen Pool und natürlich auch abends noch intensiv Netzwerken. Wir waren einerseits in der Internationalen Olympischen Akademie in Olympia natürlich und da auch in der Ausgrabungsstätte. Aber wir waren zum Beispiel auch in Delphi, haben uns dort auch mal den Ort angeschaut. Nicht nur den Ort, sondern natürlich auch die Wettkampfstätten. Ja, ich glaube, da gab es einen sehr lustigen Moment, wo wir mit den Studierenden über die alte Sprintstätte in Olympia gesprintet sind. Und da gibt es auch noch tolle Fotos von und das hat richtig Spaß gemacht. Also ich habe das Privileg, mitfahren zu dürfen als Betreuer der studentischen Teams und es ist eine ganz tolle Studienbildungsreise und das wirklich Schöne ist zu sehen, wie Studierende sich entwickeln innerhalb von einer Woche durch den intensiven Austausch vor Ort, Diskussionen mit anderen Studierenden, auch mit Dozierenden, alle sind nahbar, wir leben zusammen in einer Art Jugendherberge vor Ort und so findet wirklich ein intensiver Austausch statt und Studierende machen einen großen Sprung in ihrer Entwicklung. Also die Teilnahme ist immer möglich nach einer Ausschreibung. Es gibt einen Ausschreibungstext, der über unsere offiziellen Hochschulquellen veröffentlicht wird und dann kann man sich bewerben um die Teilnahme. Voraussichtlich ist das nächste Seminar in 2 Jahren, 2025 nach derzeitigem Stand. Sollte sich etwas ändern und es sogar nächstes Jahr wieder möglich sein, wird es bekannt gegeben. Ich sehe gar nicht, du musst mich berühren.